Genau, also wir kannten uns quasi aus verschiedenen Schulen schon so ein bisschen und dann hatte ein Freund von uns einen Bauwagen und da, der war in so einem kleinen See, da sind wir, haben wir immer rumgehangen und daraus hat sich dann quasi dieser Freundeskreis entwickelt und wir sind jetzt hier in dem Haus zusammengezogen. Als ein Freundeskreis, also wir sind quasi alle beste Freunde und wohnen zusammen. Schullandheim jeden Tag. Absolutes Highlight jedes Jahr ist definitiv das WG-Weihnachten am 23., an dem wir uns alle gegenseitig, jeder jedem, ein Geschenk schenken. Den Theo haben wir zum Beispiel letztes Jahr nach Bali geschickt. Und vorher wird noch schön zusammen gekocht. Ja, genau. Also bestes WG-Ritual und weswegen es auch so gut funktioniert, sind unsere WG-Audits, so alle 2-3 Monate, wo wir uns echt gemeinsam hinsetzen und einfach mal bequatschen, so was ist Sache, wo hapert's. Mit Protokoll, ja, wo wir uns echt hinsetzen und versuchen alle auf einen Faden zu kommen. Und deswegen funktioniert es hier auch so gut, wie ich sage. Wir haben einen Mitbewohner, der wohnt in Hannover, der ist ausgezogen jetzt und dem würden wir gern eigentlich entweder die Trips oder irgendwie eine Bahncard 100, weil der fährt alle 2 Wochen von Hannover hierher. Echt? Und dem würden wir so ein Jahr das sponsern, dass er mit dem damit Zug, er jedes Wochenende damit, kommen er, muss. Damit er kommen kann, einfach muss. So muss. Ja. Also was auf jeden Fall, fertig machen vielleicht. Kühlschrank. Ah ja, 9-2-Kühlschrank. Ja, und die Kaffeemaschine, wenn man nur auf 5 Bohnen einstellt, schmeckt auch schon ein bisschen nach Batteriesäure. Geht auch nicht mehr weg. Wir sind deswegen die beste WG, weil wir am Wochenende nicht zu unserer Familie nach Hause fahren, sondern weil wir die Familie sind. We'll be right back.